Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal soll es um die Nullstellen von Exponentialfunktionen gehen. Ich habe euch drei Beispiele vorbereitet, was so meistens irgendwie passieren kann, wenn man beispielsweise irgendwie eine Kurvendiskussion oder ähnliches vorfindet. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Das klassischste Beispiel ist einfach, dass wir e hoch x minus 1 gleich 0 haben. Da rechnen wir einfach plus 1, haben dann e hoch x gleich 0, gleich 1. Und hierbei muss man sich dann daran erinnern, dass irgendeine Zahl hoch 0 immer 1 ergibt. Das heißt, es ist auch egal, wie diese Zahl aussieht. Die kann auch so einen krummen Wert haben wie die Zahl e. Das heißt, e hoch 0 ist gleich 1. Also wissen wir, x ist gleich 0. So, das zweite Beispiel, was wir uns anschauen wollen, sieht etwas komplizierter aus. Wir haben im Exponenten irgendwie so ein Polynom stehen und multiplizieren das nochmal mit einem anderen Polynom. Das sieht allerdings komplizierter aus, als es wirklich ist. Wenn wir uns daran erinnern, wie e hoch x eigentlich aussieht. E hoch x sieht ja in etwa so aus in der Grundform. Und egal, was wir im Exponenten jetzt noch dran packen, im Grunde genommen ändert sich nichts daran, dass je weiter wir nach links gehen oder auch nach rechts, je nachdem, was man im Exponenten hat, ob man das dann nochmal an der y-Achse oder sowas spiegelt, wir erreichen niemals den Wert 0. Es ist auch scheißegal, was wir im Exponenten schreiben. Wir erreichen niemals den Wert 0. Und damit können wir dann argumentieren und letztendlich unsere Gleichung leichter machen. Also wir wissen prinzipiell, ein Produkt wird 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 wird. Können natürlich auch beide, aber das muss nicht unbedingt sein. Das heißt, wenn wir das betrachten, dass ein Produkt dann 0 wird, wenn wir eben entweder den ersten Faktor oder den zweiten Faktor auf 0 setzen, dann wird das Ganze viel einfacher. Das heißt, wir machen hier eine Fallunterscheidung. Erster Fall. Wir schauen uns das hier an. E hoch x² plus 2x minus 5 soll gleich 0 sein. Das ist ein Widerspruch, denn wir haben ja gesehen, dass e hoch x niemals 0 wird. Das heißt, hier haben wir keine Lösung. Das heißt, wir müssen nur noch den zweiten Fall betrachten. Also das ist im Grunde genommen auch egal, wie der Exponent genau aussieht. Das heißt, wir haben lediglich 2x Quadrat minus 2x plus 1 gleich 0. Und hier, naja, wisst ihr, quadratisches Polynom. Ihr könnt entweder PQ-Formeln nehmen oder ihr seht in dem Fall, dass es die binomische Formel ist. Dass ihr also x plus 1 mal x minus 1 gleich 0 habt. Hier könnte man prinzipiell diesen Satz nochmal anwenden, dass wir sagen, 2.1 ist dann x plus 1 gleich 0. Daraus folgt x ist gleich minus 1. Und Fall 2.2 wäre dann x minus 1 gleich 0. Und daraus folgt dann x ist gleich plus 1. So, das gleiche würde natürlich hier auch bei der PQ-Formel rauskommen. Da wären das dann x1 und x2. Und da wir hier keine Lösung haben, wissen wir, dass x1 gleich minus 1 und x2 gleich 1 die Nullstellen von dieser Gleichung hier oben sind. Es geht also viel einfacher, als es auf den ersten Blick scheint. Einfach nur dadurch, dass wir uns vor Augen führen,
dass ein Produkt eben dann 0 wird, wenn mindestens einer der Faktoren 0 wird und wir deshalb einfach eine Fallunterscheidung machen können. So, was könnte ebenfalls noch passieren? Wir könnten so einen coolen Quotientenausdruck mit E-Funktion haben. Hier müsste man einfach nur Potenzgesetze irgendwie anwenden, dass wir wissen, a hoch b durch a hoch c ist letztendlich das gleiche wie a hoch b minus c. Das vereinfacht den Ausdruck schon mal, dass wir dann einfach nur e hoch 2x plus 3 minus x haben, mal entsprechend 2x minus 7. Und dann können wir das als x plus 3 mal 2x minus 7 betrachten. Hier hat das die gleiche Form wie Beispiel 2 eben schon. Wir wissen, ein Produkt wird nur dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 wird. Das heißt, wir machen eine Fallunterscheidung. Erster Fall, e hoch x plus 3 ist gleich 0. Das hat keine Lösung, weil eben die e-Funktion niemals den Wert 0 annimmt. Und der zweite Fall ist dann entsprechend 2x minus 7 ist gleich 0. Hier brauchen wir nur plus 7 rechnen, haben 2x ist gleich 7 durch 2 teilen und wissen, x ist gleich 3,5. Das heißt, hier ist unsere Lösung für diese Gleichung. Also an sich muss man da halt immer drauf achten. Das Wichtigste ist halt wirklich diese Tatsache, dass ihr halt wisst, ein Produkt wird nur dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 wird. Und der Rest sind halt irgendwelche Umformungen. Potenzgesetze spielen da meistens eine Rolle oder irgendwelche anderen wie binomische Formel, PQ-Formel oder sonstiges.